Unser Vereinsheim gibt es ab sofort auch in der klassischen Variante. Der Moderator ist der gleiche. Für die Inhalte sind wir tief ins Sportarchiv geklettert. Wir zeigen euch in den kommenden Wochen die Highlights aus der Vergangenheit. Und wir starten mit dem SV Meppen und der Spielzeit 2012-2013. Die Saison 2011-2012 hatte der SV Meppen als 12. abgeschlossen. Der große Umbruch blieb im Sommer aus. Trainer damals war Heiko Flottmann. Für den emsländischen Traditionsverein spielten unter anderem Timo Scherping, Andreas Gerdes-Wurps oder Sven Hartwig. Im Umfeld war die Hoffnung in diesem Sommer einmal mehr groß, dass der schlafende Riese doch endlich erwachen würde. Die Erinnerung an die gute alte Zeit im Profifußball, sie verblasste doch mittlerweile sehr, sehr stark. Das Ganze ist immerhin schon 8 Jahre her. Die Saison 2012-2013 fassen wir für euch zusammen. Und wir starten natürlich mit dem ersten Spiel der Saison. SV Meppen gegen Viktoria Hamburg. Damals vor genau 2273 Zuschauern im Stadion. Erstes Spiel in dieser Saison und zu Gast in der Mepp Arena Viktoria Hamburg. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, dass dieses Spiel alles hatte, was das Fußballerherz begehrt. Meppen hatte sich ganz viel vorgenommen für dieses Spiel, aber die Anfangsphase gehörte dem Gast aus der Hansestadt. Robin Twierdi, der Neuzugang vom VfL Osnabrück mit einer missglückten Abwehraktion. Und da kommt Andreas Brück aus dem Hinterhalt und ganz knapp am Tor vorbei. Dann die 25. Minute, Ecke Hamburg und der Ball wird von Meppen geklärt, aber da kommt ein Pfiff vom Schiedsrichter. Und er zeigt auf den Punkt, und zwar auf den Elfmeterpunkt. Er hat ein Handspiel gesehen von Andreas Gerdes-Wurps. Deswegen gibt er ihm auch noch die gelbe Karte. Die merken wir uns auch noch für später. Und wir wollten natürlich genau wissen, was da los war. Wir sehen in der Wiederholung, der Ball kommt rein. Andreas Gerdes-Wurps will mit dem Kopf hingehen, kriegt den Ball an die Hand. Und es heißt Elfmeter für Hamburg. Nico Paczynski, der Ex-Profi, macht es zur Chefsache und schippt den Ball in die Mitte an Benny Gommert vorbei. Der kann hier überhaupt nichts machen. Den Ball musst du erstmal so schießen, beziehungsweise du musst dich erstmal trauen, einen Elfmeter so zu schießen. Nico Paczynski mit all seiner Erfahrung chippt den Ball in die Mitte und es steht 0:1 aus Sicht der Meppner. Handball wurde aber auch auf der anderen Seite gespielt. Michael Holt auf Timo Scherping, der mit einer klasse Finte geht vorbei am Gegenspieler, will den Ball bringen und Sergej Schulz bekommt den Ball an die Hand. Auch hier Handelfmeter, den sich Michael Holt schnappt, der Kapitän vom SV Meppen, und schießt ihn einfach vorbei. Was ist denn da los? 0:1 aus Sicht der Meppner und Michael Holt, eigentlich ein sicherer Schütze, verschießt hier diesen Elfmeter. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen, oder? Wir sind in der 37. Minute, macht den ersten nass, 2 und 3 macht er nass, zieht mit all seiner Energie in den 16er und sieht Michael Holt durch die Beine seines Gegenspielers. Michael Holt, 1:1, SV Meppen gleicht in der 37. Minute aus. Michael Holt weiß ganz genau, bei wem er sich zu bedanken hat, und da kommen auch die anderen Mannschaftskameraden. Und wir genießen jetzt noch mal den Auftritt von dem kleinen Linksverteidiger Sebastian Schepers. Eine fantastische Aktion. Hier sehen wir es, er dringt mit all seiner Energie, mit dem Tempo in den 16er und hat dann noch das Auge, seinem Gegenspieler durch die Beine zu spielen auf Michael Holt. Und schon steht es hier in der Mepp Arena 1:1. Meppen moralisch jetzt oben auf. Hier Jens Robben. Er kämpft sich den Ball auf der rechten Seite. Das macht er wunderbar hier. Hat dann noch das Auge für Rainer Müller. Und der sieht in der Mitte Timo Scherping und schon führt der SV Meppen 2:1. Eine Minute nach dem Ausgleich erzielt Timo Scherping das 2:1 für den SV Meppen. Und ich würde mal sagen, zu 50% gehört dieses Tor auch der Kombination Jens Robben und Rainer Müller, die sich hier auf rechts durchsetzen. Und Rainer Müller sieht Timo Scherping, der braucht nur noch den Fuß reinhalten. Und schon führt SV Meppen 2:1 gegen Viktoria Hamburg. Kurz vor der Halbzeit könnte Meppen dann den Sack zumachen. Meier mit langem Ball in die Spitze auf Andreas Gerdes-Wurps, der vorbei an Lukassen. Da ist nur noch ein Gegenspieler vor ihm. Ja, und da will er es leider zu schön machen.
Und die zweite Halbzeit beginnt mit einem Schock. Robin Twierdi erobert sich den Ball, spielt ihn auf Gerdes Wurz und der lässt die Kugel an sich vorbei, rutscht anstatt ihn anzunehmen und dann ganz übermotiviert springt er hinterher und Schiedsrichter Daniel Riehl aus Bremen gibt ihm die gelbe Karte. So, liebe Zuschauer, da war doch was. Handspiel in der ersten Halbzeit, der zum Elfmeter und zum 0:1 führte, das sieht jetzt auch der Schiedsrichter und gibt Andreas Gerdes Wurz die gelb-rote Karte und so muss der Stürmer des SV Meppen den Platz in der 49. Minute verlassen und wird er zum Duschen geschickt. René Wessels schirmt den Ball ab mit einem tollen Hackenpass, setzt er Michael Holt ein und der legt ab auf Johann Wigger und es steht 3:1 für den SV Meppen. Die ganze Bank springt auf und jubelt. Die Mannschaft hält zusammen, auch in Unterzahl. Erzielen sie hier den Führungstreffer. Lukassen ohne Chance gegen den Hammer von Johann Wigger. Hier sehen wir es nochmal. Ein fantastischer Hackentrick von René Wessels und Michael Holt hat die Übersicht, spielt auf Johann Wigger und das kann der sympathische Holländer. Kurz vor Schluss wieder der bärenstarke Sebastian Schepers auf links. Setzt hier René Wessels ein, das ist das 4:9. Lukassen hält. Dann die letzte Aktion. Johann Wigger mit einem weiteren Hammer. Den kann Lukassen parieren. Dann war Schluss und was dann passierte, hatte mit Fußball nicht viel zu tun. Paczynski provoziert die Meppener Bank. Auf der anderen Seite Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht lang. Augenzeugen zur Folge sollen Nico Paczynski, Heiko Flottmann getreten haben. Und das ließen sich die Meppener nicht gefallen. Und die Hamburger hatten natürlich auch etwas gegen den leichten Schubser. Und dann begann die Rudelbildung. Da hatten sich einige Leute noch etwas zu sagen. Aber es blieb weitestgehend ruhig. Keine Handgreiflichkeiten mehr, aber viel Diskussion. Und die Streithähne wurden voneinander getrennt. Wenn es stimmt, dass Paczynski Flottmann getreten hat, stellt sich natürlich die Frage, ob ein ehemaliger Profi so etwas nötig hat. Nach dem erfolgreichen Auftakt gab es eine doch recht deutliche 1:3 Niederlage auswärts in Flensburg. Danach kam die Zweitvertretung aus der Landeshauptstadt ins Emsland. Bei Hannover 96-2 kickte damals ein gewisser Willi FCF. In die Hauptrolle schlüpfte an diesem Tag aber ein anderer Spieler. Willkommen im Glutofen Map Arena. Doch bevor es gegen Hannover ging, wurde Hüseyin Doğan verabschiedet. 88 Spiele, 29 Tore. Für einen Defensivmann eine sehr, sehr gute Quote. Die Fans werden den emsländischen Sportler des Jahres 2011 vermissen. Vermisst wurde auch Torhüter Benny Gommert. Für ihn stand heute Florian Hillebrand zwischen den Pfosten. Und das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Wunderschöne Spieleröffnung. Patrick Stettberg holt direkt weiter auf René Wessels. Der kann sich da durchsetzen, gibt den Ball in die Mitte und da steht Yannick Löden. Und in der 4. Minute bereits steht es 1:0 für den Hausherren. 1:0 für den SV Meppen. Dann die 13. Minute, Hannover 96 im Spielaufbau. Der Ball kommt auf die linke Seite. Timo Scherping kann nur hinterhertraben und in der Mitte steht Dennis Kader völlig frei. Robin Twierdi und Patrick Schnettberg lassen Dennis Kader zum 1:1 einnetzen. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Die beiden Innenverteidiger viel zu weit von dem Gegenspieler weg. Und das macht er großartig. Florian Hillebrand ohne Chance. Aber es kam noch viel, viel dicker für den SV Meppen. Hier sehen wir einen wunderbaren Ball in die Spitze auf Dennis Kader. Der kreuzt den Laufweg von Patrick Schnettberg, schirmt den Ball somit sehr, sehr gut ab und schiebt den Ball an Florian Hillebrand zum 2:1 für Hannover. In die Maschen in der Wiederholung sehen wir nochmal den wunderbaren Pass aus dem Mittelfeld. Und dann macht Dennis Kader das wunderbar, nimmt den Ball mit der Brust runter, kreuzt den Laufweg von Schnettberg und schiebt an Hillebrand vorbei. Großartig. Der SV Meppen stellte teilweise sehr, sehr gut zu und zwang Hannover 96 immer wieder zu Fehlern. Hier, Carvot schießt den eigenen Mann an, Andreas Gerdes Wurz. Toll auf Michael Holt und schon steht es in der 28. Minute 2:2. Ein wunderbares Tor, denn das hat sich das Kollektiv verdient. Dann eine Situation, über die Heiko Flottmann mit seinen Jungs in der Trainingswoche noch sprechen wird. Wessels verliert den Ball, der Ball kommt zu Sascha Schünemann. Und oben Jens Robben verlässt Dennis Kader, der hat doch schon 2 Tore gemacht und erzielt das 3:2. Mit seinem 3. Tor. Der Mann des Spiels heißt heute Dennis Kader und der spielt leider bei Hannover 96. In der Wiederholung sehen wir den taktischen Fehler von Jens Robben. Da verlässt er die Position, da verlässt er Dennis Kader. Es ist auch kein Abseits, denn er hebt es gleichzeitig auf und das macht er im Stile eines großartigen Stürmers. Er zielt hier das 3:2. Dann die 58. Minute und was jetzt kommt, das ist wirklich unfassbar. Patrick Schnettberg hat den Ball
und spielt wieder so einen tollen langen Ball in die Spitze auf Gerdes Wurps. Er legt ab auf René Wessels, der vorbei an Radlinger, und da ist das 3:3. Nein, er schießt den Ball ans Außennetz. Mein Gott, was ist denn hier los? Mir tut es schon fast leid, dass ich das in der Wiederholung zeigen muss. René Wessels an Radlinger vorbei und bringt die Kugel nicht im Netz unter. Das hätte das 3:3 sein müssen. Dann die Hannoveraner wieder im Angriff. Und hier Hillebrand 1, Hillebrand 2. Klasse Parade von Hillebrand und hält seine Mannschaft im Spiel. Dann passierte das, was im Fußball leider so oft passiert, der Todesstoß. Hier ein wunderbarer Ball auf Kevin Behrens. Hillebrand will keine rote Karte kassieren und Kevin Behrens schiebt einen zum 2:4. Der war das ganze Spiel an diesen Provokationen beteiligt und legt sich hier auch noch mit dem Meppener Publikum an. Man möchte ihm am liebsten zurufen: Junge, lass doch den Unsinn, denn wenn du keinen Profivertrag bekommst, dann kommen solche arroganten Szenen wieder zu dir zurück. Wer jetzt dachte, dass der SV Meppen sich ergeben würde, der irrte. Michael Holt aus dem Hintergrund, Radlinger ist dann noch am Ball. Schluss in Meppen, unglückliche Niederlage, denn das Team kämpfte selbst bei diesen subtropischen Temperaturen vorbildlich. Respekt SV Meppen. So richtig ins Rollen kam der SV Meppen auch im Anschluss nicht. Wir machen eine kurze Unterbrechung, danach gibt es noch die Bilder vom Derby gegen den VfB Oldenburg und ein Stürmer, der Tacheles spricht. Bis gleich. Nach 6 Spieltagen hatte der SV Meppen in der Saison 2012-2013 erst 5 Punkte geholt. Der berühmte Bock sollte im Derby gegen den VfB Oldenburg umgestoßen werden. Der VfB lockte damals die Saisonrekordkulisse von 3.025 Zuschauern ins Meppener Stadion. Ja, und wie es sich für ein Nachbarschaftsduell gehört, wurde die Partie richtig hitzig. Erneute Pleite oder der erhoffte Befreiungsschlag? Wir blicken zurück und klären auf. Meppens Trainer Heiko Flottmann stellte seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Kloppenburg gleich dreifach um. Für den gesperrten Robben spielten Müller als Außenverteidiger, Schnettberg ersetzt den verletzten Tvirdi und Scherping geht für Wald aufs Feld. Die bekannte 4-1-4-1-Formation behielt er bei. Meppen kommt gut ins Spiel, Holt auf Hartweg, direkter Pass in die linke Spitze. René Wessel startet durch und setzt sich durch gegen Daniel Halke. Wessels mit dem Auge für Michael Holt. Gute Position, ist ja ein Linksfuß. Fakirja faustet den Ball zur Ecke. Dickes Ding bereits nach 2 Minuten. Wir gehen nur 7 Minuten weiter. Meier steckt den Ball ins Mittelfeld. Erneut kann sich Wessels gegen Halke behaupten. Toll gemacht. Und erneut hat er die Übersicht und sieht seinen Teamkollegen Michael Holt. Holt alleine vor Fakirja. Bleibt cool und schiebt den Ball mit dem linken Schlappen ins lange Eck. 1:0. Meppen führt hier im Derby nach nur 9 Minuten. Wessels und Holt. Zweiter Anlauf. Jetzt hat es geklingelt. Oldenburg wird stärker. Thorsten Tönnies nimmt direkt Fahrt auf. Gegen zwei Meppner, das macht er gut. Schön durchgesetzt. Bennert hilft mit und schickt Tönnies in den 16er. Klasse Spielzug. Tönnies gegen Hillebrand. Der Meppner Schussmann wehrt ab. Tolle Aktion von beiden. Es ist ein Derby. Und natürlich gab es da Nicklichkeiten. Die hielten sich bislang noch in Grenzen. Mittlerweile wurde die Partie intensiv geführt. Lüttmann und Wigger, ja, das sind zwei Dickköpfe. Alles gut. Es bleibt bei einer kurzen Diskussion. Die zweite Hälfte startet denkbar schlecht für die Gäste. Hillebrand fängt diese Ecke ab und sucht Wessels in der Spitze. Langer Abschlag. Er kommt nicht an. Und dann sehen wir das Kopfballduell am linken Bildrand. Wegener gegen Meier. Und da streckt der Oldenburger erneut seinen Ellenbogen aus. Und das ist nicht das erste Mal. Schiri Heft aus Wiedmarschen zeigt ihm gelb. Per Ben Wegener gar nicht zufrieden mit der Entscheidung des Unparteiischen. Und das gibt er dann auch wohl verbal zu erkennen. Heft mit dem nächsten Pfiff und der nächsten Karte. Gelb-Rot für Wegener. Wir sind in der 63. Minute und erleben nun ja quasi die Schlüsselszene im Spiel. Oldenburg über Jascha Stern. Hat die Übersicht und sieht Aidara. Schnellberg und Schieber zu weit weg. Da versucht Aidara es selber. Hillebrand fährt ab, das Lüttmann und hebt den Ball über das Tor. Aber da war doch was. Auch Schiri Heft hat es gesehen und entscheidet auf Elfmeter. Zudem die rote Karte für Jan-Christian Meyer. Meppen mit dem 4. Platz so weiß im 7. Spiel. Was war passiert? Hier die Wiederholung. Der Schuss von Aidara. Hillebrand fährt ab. Lüttmann hat freie Bahn und wird am Trikot gehalten von Meyer. Eine vertretbare Entscheidung. Der Gefaulte schießt selber.
halb hoch, keine Chance für Hillebrand, 1:1, Ausgleich. Aber bei aller Beachtung für den Treffer möchte man Lüttmann dann doch sagen, was für ein Sportsmann bist du, so eine Aktion wie hier gegen Geddes Wobis muss dann doch nicht sein. Holt sah das dann wohl auch so, Derby ja, Emotion ja, einige Sachen kann man sich allerdings getrost sparen. Flottmann mit weiteren Anweisungen für Helming, seine Laune mittlerweile im Keller. Apropos Laune im Keller, die nächste Aktion wird keinem Meppner schmecken. Daniel Bauer sucht den Zweikampf gegen Holt und macht das ganz cool. Schnettberg dran, aber nicht energisch genug, daher die Flanke von Bauer in der Mitte. Lüttmann ganz allein gelassen, Tor für Oldenburg. 1:2, Doppelpack Julian Lüttmann. Meppen verliert mit 1:2, verdient. Oldenburg bot eine starke Leistung, viel Diskussionsbedarf Richtung des Schiedsrichters auf Seiten der Meppner. Auch Trainer Heiko Flottmann hat da noch das ein oder andere Wort. Fakt ist, der SV Meppen macht mit einem Mann mehr das zweite Tor nicht. Immer mehr Fans zweifelten an Trainer Heiko Flottmann. Auch in Wilhelmshaven verlor der SVM. Der Tiefpunkt, der folgte am 30. September 2012 im Heimspiel gegen den BSV Rheden. Auch weil ein Gästespieler an diesem Abend so richtig on fire war. Mit dem BSV Rheden kehrte ein Ex-Meppner zurück in die Arena. Francis Banecki stand am letzten Spieltag. Nach seiner Verletzung wieder in der Startelf, auch gegen Meppen spielte er von Anfang an. Nicht im Stadion der Meppner Fanblock. Er blieb aus Protest das gesamte Spiel über vor dem Stadion. Anstoß im Spiel, SV Meppen gegen den BSV Rheden. Schepers mit dem Fehler und anschließend mit dem Foul. Schiri Müller lässt keinen Vorteil laufen. Daher Freistoß für die Gäste und da werden sie ihn hier suchen. Francis Banecki, bewacht von Johann Wigger. Doch es ist nicht Banecki, sondern Stefan Heiken, der hier mit dem Kopf zur Stelle ist und trifft. 0:1, die Führung für Rheden in der 14. Spielminute. Auf der Gegenseite Freistoß für den SVM, Michael Holt. Harmlos, wie nahezu alle Offensivaktionen der Hausherrin. Kurz vor der Pause dann eine knifflige Situation. Kopfballstaffette im Mittelfeld, Rheden im Ballbesitz. Neumann sieht Kosenko. Links kommt Hillebrand ins Bild, rauscht rein und Kosenko fällt. Florian Hillebrand bekundet da energisch seine Unschuld gegenüber dem Linienrichter. Schiri Müller entscheidet auf Foul, aber welche Karte? Hillebrand entgegen hat auch noch das ein oder andere Wörtchen mit Paul Kosenko zu reden. Wir schauen uns dann noch einmal die Wiederholung an. Nicht glasklar zu erkennen, ob er ihn da trifft, sah aber zumindest so aus. Schiri Müller entscheidet auf Gelb für Hillebrand und damit kommt er nun wirklich gut weg. Der anschließende Freistoß, wieder diese Position. Und wieder kommt er gefährlich, weil wieder Heiken per Kopf rankommt, Wigger klärt auf der Linie. Der Nachschuss kam von Kosenko. Hier die Wiederholung, Meppen gehörig unter Druck. Hälfte 2, Einwurf Rheden. Banecki verlängert, Hillebrand mit den Fingerspitzen dran, Paul Kosenko steht genau richtig und drückt den Ball ins Meppner Tor. Ernüchterung in der Mepp Arena, Rheden führt nach 50 Minuten mit 2 Toren. Ecke Meppen. An den zweiten Pfosten und da gewinnt Geddes Wobis das Kopfballduell. Nachschuss Meier abgeblockt. Rheden hatte nun ganz einfaches Spiel mit den Meppen an. Banecki auf Arendt. Der hat da alle Platz, kann sich genau ausgucken, wo der Ball hingeht. Super Pass auf Kosenko und der war voll drin im Spiel und daher machte diese Chance auch locker weg. Paul Kosenko, zweites Tor von ihm, drittes für sein Team. SV Meppen, BSV Rheden 0:3. Das war zu einfach. Schepers orientiert sich falsch, lässt Kosenko im Hintergrund ziehen. Der Rest ist einfach nur abgeklärt. Die Meppner Köpfe hingen, trotzdem spielten sie weiter. War ja auch noch relativ früh im Spiel, zumindest noch alles drin. Holt auf Hartwig, der zieht in den 16er und wird gelegt von Hegerfeld. Strafstoß für den SVM. Und dann schaut man von der Seite in fragende Gesichter. Wer schießt denn den Elfmeter? Sven Hartwig schnappt sich den Ball und will es als Gefaulter selber machen. Hartwig. Scheckler hält. Und natürlich verschießt Hartwig, denn es passt einfach zu gut ins Bild. Auf der Gegenseite geht es dann ganz schnell. Die Flanke von links, in der Mitte Paul Kosenko und das heißt an diesem Fußballabend Tor. Natürlich 0:4, das endgültige K.O. für den SV Meppen. Hattrick Paul Kosenko. Weil es nun aber schon so dicke kam, warum kann es dann nicht noch dicker kommen? Langer Ball in den Meppner 16er, Hillebrand rutscht weg. Kosenko hat da aufgepasst und schiebt den Ball aus im Grunde viel zu spitzen Winkel doch noch ins Tor. Sein vierter Treffer im Spiel, 0:5, der SVM gedemütigt.
Der Ton wurde nach der Klatsche rauer. Im Anschluss an die Partie gegen den BSV gab es für uns das Interview der Saison. Stürmer Andreas Gerdes-Wurps fand bei uns am Mikrofon deutliche Worte. Du sprichst es an, das Team. Wenn ich hier im Stadion bin und die ganzen Amateure von draußen höre, Flottmann raus und sowas, geht mir tierisch auf den Sack. Der Trainer ist null schuld, null schuld. Ich spiele 32 Jahre. Ich spiele schon sehr lange Fußball und ich hatte noch nie so einen guten Trainer. Er stimmt uns gut ein, er macht sensationelles Training. Es liegt einfach an uns, an der Qualität der Spieler. Und wen soll er denn aufstellen? Wir spielen momentan alle scheiße. Da ziehe ich mir den Schuh an, da ziehen sich die Älteren den Schuh an. Wir versagen von Woche zu Woche und nicht der Trainer. Und wenn ich von irgendeinem gleich Flottmann raushöre, dann flippe ich aus. Weil es ist die Sache, dass wir versagen. Jeder Einzelne am Platz. Wir versagen von Woche zu Woche und nicht der Trainer. Er ist wirklich ein guter. Also, wo kann denn der Knackpunkt kommen? Wann kann man denn den Schalter wieder umlegen und dann funktioniert es wieder? Schade, wir brauchen natürlich mal einen Sieg. Wir sind total am Boden. Jeder zweifelt an sich selber. Ich ja auch. Also ich weiß gar nicht, ich habe noch nie in meinem Leben so schlecht Fußball gespielt. Wir müssen natürlich mal einen Sieg haben. Aber einen Sieg, den wird eigentlich geschenkt. Da muss man was für tun. Und wir innerhalb der Mannschaft, wir tun da gar nichts für. Es fängt beim Training an, es fängt von der Körpersprache an. Es liegt einfach an der Qualität der Mannschaft. An jedem Einzelnen, an allen 24. Da kann der Trainer aufstellen, wer er will. Da kann Jogi Löw uns auch trainieren. Wer muss denn jetzt mal was sagen? Jeder Einzelne. Es muss jetzt, ich habe auch schon angesprochen, jeder Einzelne muss doch. Jeder spielt doch für sich selber. Es geht um Verträge. 16 Verträge laufen auf. Welcher Verein nimmt denn so einen Amateur, wie wir jetzt momentan sind? Jeder muss jetzt an sich selber denken. Jeder muss Woche für Woche seine Leistung bringen. Und wie gesagt, es geht wirklich um Verträge. Wo willst du denn spielen mit so einer Leistung? Und das muss jeder Spieler sich mal hinterfragen. Und es liegt zu 100% nicht am Trainer. Wie gesagt, er ist ein sensationeller Trainer. Das sage ich nicht, weil ich schleimen will. Das habe ich nicht mehr nötig. Er ist wirklich ein guter Trainer. Und die Leute sollen aufhören, Flottmann die Schuld zu geben. Die sollen uns anmachen. Ich ziehe mir auch gerne den Schuh an. Die sollen uns demütigen, die sollen uns mehr machen, aber nicht immer alles am Trainer schieben. Heiko Flottmann blieb Trainer und er schaffte auch die Wende. Wie genau? Das zeigen wir euch in genau einer Woche. Dann gibt es die nächste Ausgabe der Vereinsheim-Klassiker. Bis dahin, bleibt sauber oder lasst euch nicht erwischen. Und vor allem, bleibt gesund. Ciao.